Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Ja, wir sind hier heute mit Jacob unterwegs, es ist Jacob-Zeit. Und wir werden uns heute Kapitel 6 oder Sequenz 6 von Jacobs Abenteuern zuwenden. Mal schauen, was uns da so erwartet. Im Video vorletzte Folge schon. Wurde ja einiges mit Banken angedeutet. Mal schauen. Eine Frage der Identität. Jacob will Mr. Dredge aufspüren, um Bluetooth zu entlarven. Usfeder wütet weiter! Ich nehme eine. Bitteschön, Sir. Ich sage, wir hören auf mit diesem Wohlfahrtsnonsens für Fremdlinge und konzentrieren uns auf das, was London wirklich braucht. Eine stabile Führung, deren harte Arbeit alle zum Erfolg führen wird. Wie es den Größen der Wirtschaft ergeht, ergeht es der ganzen Welt. Hey! Du fauler Hund! Such dir Arbeit! Die besten Wachen, die man für Geld bekommen kann, werden Mr. Dredge auch nicht helfen. What? Man kommt da nicht mehr hoch? Das ist blöd. Ja, müssen wir da hoch. Hat er einen Innenhof? Von daher. Alle Ziele müssen überleben, um diese Erinnerung abzuschließen. Keinen Polizisten töten. Da stelle ich mir gerade, ich meine, es ist kein Sperrgebiet. Aber stelle ich mir gerade irgendwie schwierig vor. Bis er wegen Abstand zu dem Polizisten da hat, der da mitten drin steht. Sich, wenn einer von Ihnen in der Bank nebenan von einem Mann namens Plutus gehört hat. So. Immer gerade ausblicken und weitergehen. Da! Kommen Sie! Sie bellen den falschen Baum an, Sir! Da! Einen Moment mal! Die Stimme kenne ich doch. Fry! Sind Sie das? Fry! Jacob, ich bin Sergeant Frederick Eberlein. Oh. Freddy. Sergeant, verdeckte Ermittlung. Es wird einen Überfall auf die Bank von England geben, dessen bin ich sicher. Überfall? Das ist eine Festung. Die Jungs im Revier dachten auch, ich scherze. Wäre nicht so witzig, wenn es um ihr Erspartes ginge. Wer steckt dahinter? Das ist streng geheim. Ach, kommen Sie, Freddy. Ich kann Ihnen helfen. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Auf frischer Tat ertappt. Eberlein hatte immer recht. Nun, ein bisschen kann ich Ihnen sicher verraten. In jedem Quartal wird ein Zweig der Bank ausgeraubt, immer ein anderer Zweig. Und die Diebe werden ausgestattet von Cocker Merchants. Danke für den Tipp, Freddy. Es heißt Sergeant und ich werde Sie im Auge behalten. Der Verkleidungskünstler. Gut, wo führt uns unsere Reise jetzt hin? Dahin. Perfekt. Everything is awesome. Um
Moment. So, wo müssen wir denn hin? Nach unten? Ne, nach oben, oder? Flussaufwärts war es, genau. Dann wollen wir mal. Sorry, Ladies. Eigentlich bin ich viel reizender. Moment. Alles, was ihr auf London. Einfach nur zur Sicherheit. Danke für den Umsatz. Ein Hauch von Tee. Jacob will die Cockham-Waffenkisten bis zu ihrem Bestimmungsort verfolgen, um Plutus vor seinem geplanten Banküberfall zu demaskieren. Wenn ich nur wüsste, welche Lieferung es ist, dann könnte ich die Waffen zum Besitzer zurückverfolgen. Grandiose Idee, Freddy. Sergeant. Es heißt Sergeant. Da wären wir, die Verladungsdocks. Wo sind jetzt die Cockham-Kisten für Mr. Plutus? Das beste Angebot in London. Greifen Sie zu! Schmuggelte Cockham-Waffe aufspüren. Die muss ich wohl untersuchen, oder was? Tee. Vielleicht später. Ist auch noch so eine Kiste. Ist. Das ist es ja. Hallo? Wahnsinn steckt immer auch Gin. Jetzt nur noch warten, bis die Kisten abgeholt werden. Da oben. Der Tee soll schließlich nicht zu Staub zerfallen, oder? Beschützt diese Kisten. Jeder Fehler wird euch teuer zu stehen kommen. Macht ihr nicht ins Hemd. Wir haben's gehört. Gut, weil ich mich nicht wiederholen möchte. Eine Schande, dass ich keine Zeit für einen Pint habe. No. Verdammter Nebel! Kann er nicht einfach von Dings zu Dings springen? Seltsam.
Fenstern? Nein, Sir. Gut, fahr weiter. Wir behalten dich im Auge. Sei ruhig. Achte auf die Straße. Ah, ich dachte schon. Ich wollte gerade schon neu laden. Dein Gekletter wird dir nicht helfen. Ich wette, Greenie läuft gerade Evie hinterher. Viel Glück dabei. Scheiße. Du, sie stecken ein großes Kacker diesmal. Sag ich da immer. So. Ah. Wir sind angekommen, oder? Zu Mr. Plutus. Laufen wir jetzt erstmal so ein bisschen hinterher. Und dann gehen wir wieder hoch, wenn er anhält. Lauf schön weiter. Sachte. Der wohnt ganz schön weit weg, der Mr. Plutus. Braves Mädchen. Auf geht's. Gut so, Mädchen. Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Braves Mädchen. Okay, reicht die Waffen schon. Sind hier. Genauso wie beim letzten Mal. Mr. Twopenny öffnet den Tresor, wir rauben ihn aus und schaffen das Geld in sein Lagerhaus. Beeilung, die Jungs warten schon. Zur Bank of England! Ja! Sehr schön. Plutus. Oh, schön. Ist Twopenny. Dann wollen wir mal zu Twopenny. Sieht wieder aus wie das Finale von Sequenz 8. Den müssen wir also ausschalten, den Twopenny, und dann haben wir es schon. Sind wir recht fix durchgekommen heute. Ja gut, wir haben es noch nicht geschafft, also wir lassen uns natürlich wieder Zeit. Das sind ja wieder diese Finalmissionen, also Sequenz-Finalmissionen. Die sind ja immer ein bisschen umfangreicher. Letztes Mal hatten wir halt Glück mit Eevee, obwohl das war gar nicht die Dings, ne? Die Sequenz, das war ja mit Thorn, das war ja in dieser
Sequenz erst. Aber da ging es halt dann zum Glück schnell, weil wir den richtigen Typen befreit haben und dadurch das komplette Gebiet. Die Gefahr eliminiert haben im kompletten Gebiet. Aber so an sich ist das ja immer ein bisschen spannender, ne? Diese große Mission. Freue mich jetzt auch drauf. Ein bisschen Strategien ausdenken, gucken, wo müssen wir hin, was können wir machen. Klingt gut. So. Jacob bereitet sich darauf vor, in die Bank of England einzudringen, einen Überfall aufzuhalten und Twopenny zu eliminieren. Und? Was gibt es? Es wird Ihnen nicht gefallen. Ach, wissen Sie, die Eberlein-Familie ist bekannt für ihre robuste Konstitution. Twopenny raubt die Bank of England aus. Der Gouverneur der Bank. Ich glaube, ich muss mich hinsetzen. Dafür ist keine Zeit. Der Bastard ist sicher schon längst im Tresorraum. Wie immer Sie da reinkommen, ich will es nicht wissen. Natürlich. Aber wissen Sie denn auch, wie man da reinkommt? Sinn und Zweck der Bank ist der Schutz von Englands Goldreserven. Eine Festung hinter Schloss und Riegel. Es gibt diesen Bankdirektor, Mr. Osborne. Nur er hat freien Zutritt zum Tresorraum. Sie finden ihn nahe des Eingangs. Und, oh ja, ein Mann hat ständig die Tresortür im Auge. Er bewacht sie wie ein Luchs. Wenn er sie sieht, wird er sie verschließen. Der Wachhauptmann, Gus Howard, kennt Twopenny gut. Er steckt mit drin, ganz sicher. Mr. Fry, bitte, seien Sie diskret. Wir kriegen Twopenny nur, wenn Sie ihn in Flagranti erwischen. Ziehen Sie keine Show ab, keine Extratouren. Das ist die Bank von England. Sollten Sie auf Probleme stoßen, finden Sie mich im Atrium. In Verkleidung. Twopenny wird den Tresor nicht verlassen. Tarngelegenheit, Bankdirektor? Attentat. Okay. Dann wollen wir mal in die Bank of England einbrechen, wenn es leichter nicht ist. Nichts leichter als das, sage ich immer. So, es gibt einige Eingänge. Und anderem hier gleich. Durch seinen Tod wird der Tresor geöffnet bleiben. Er schließt den Tresor beim ersten Anzeichen von Ärger. Oh, ich soll ihn töten? Das ist ziemlich fies. Macht doch nur seinen Job. Ich werde unsere Bücher entsprechend aktualisieren. Brauchen Sie mich noch in einer anderen Anwendung? Schaltet einzigartig an. Gefangen nehmen, okay. Der ist aber hier ganz allein, oder? Naja, der kommt ja bestimmt wieder zurück, wenn er hier drin sein Büro hat. Verstechen wir uns mal hier hinten.
dass er erstmal bedenkenlos hier reinläuft. Muss hier auch wieder irgendwo eine Geheimpassage geben. Suchen wir uns dann auch noch. Genau, jetzt kommt er wieder. Wo ist Twopenny? Bitte, ich habe Familie. Er ist im Tresorraum und betrachtet seine unbezahlbaren Gemälde. Gut, das haben wir. Ich musste ihn töten. Ich kann nicht sicher sein, dass er nichts verrät. Woher soll ich denn das wissen? Schick. Sehr passend für Twopennys Gruft. Okay, was soll ich mit dem machen? Gefangen nehmen auch, okay. Kommt er so weit raus? Die geheime Passage noch nicht gefunden. Vielen Dank für Ihre gute Rückkehr, Bella. Schönen Tag noch. Ich lasse den Governor wissen, wie hilfreich Sie waren, wenn ich ihn sehe. Die offizielle Bankführung beginnt jeden Moment. Noch können Sie sich uns anschließen und die großen... Ich komme sofort zu Ihnen, Sir. Ah, bitte, Sir, tun Sie mir nichts. Ich füge mich. Was wollen Sie denn von mir? Mir schwebt eine Privatführung durch den Tresor vor. Ich werde dich ausweiden wie einen Fisch. Du kannst nicht entkommen. Ich mach dich fertig. Bitte hier entlang. Hier werden die Akten gelagert, Sir. Wo soll die Geheimpassage sein? Die Tür da hinten? Oder ist es einfach nur... Die ganze Stadt geht vor die Hunde. Sind alle versammelt? Ja. Wir fangen in der Schule. Nein. Bleib mal hier stehen, bitte. Geheimpassage ist halt immer ein blödes Wort. Kann ja alles Mögliche sein. Erteilt dem Schrumpfkopf eine Lektion. Nicht gerade nett, Schrumpfkopf. Da oben ist irgendwas, was so ein bisschen geheimpassagig aussehen könnte. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Schwer zu sagen. Sehr schwer.
Warum leuchtet die Frau da so grün, also auffällig? Ja, da kommt man gar nicht raus hier oben. Okay. Was ist denn mit der? Kann die irgendwas? Was andere nicht können? Das ist die, wo die Führung macht wahrscheinlich. Okay. Nee, das ist nur ein normaler Eingang. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder runter. Holen uns mal unseren Freund, wenn er noch da ist. Oh fuck, der ist jetzt weg, oder? Ja, der ist jetzt natürlich weg. Shit. Hätten wir wohl nicht machen sollen. Naja. Müssen wir uns dem kurz so entledigen. Und weiter hätte er uns eh nicht gebracht, das bis hierher. Kann ja sein, dass die Geheimpassage noch hier ist, also jetzt nicht so. Hier sind wir noch lange nicht am Ziel, wir müssen ja noch runter in den Tresorraum. Aber wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Einiges los auf jeden Fall da unten. Verdammter Tollpatsch! Wenn ihr überlebt, habt ihr mehr als genug Zeit, es zu zählen. Mr. Starrick wird mit unserer Arbeit zufrieden. Ich lasse ihn ausbluten. Beeilung! Halt. Alles stapeln und raus damit! Kommt da oben halt nicht durch, ne? Ich müsste da hinten reinkommen. Da geht doch bestimmt die Geheimpassage durch, dass man da oben durchläuft oder so. Das ist bestimmt das gemeint. Da irgendwo so ein Loch in der Decke ist, weil sonst müsst ihr ja da unten an den ganzen Leuten erst vorbei. Das ist ja auch Schwachsinn. Ihr kriegt euren Anteil wie versprochen. Wir sind reich. Nee. Verdammter Tollpatsch! Sorry, Sir. Das kommt nicht wieder vor. Schneller! Hier geht's irgendwo irgendwie nirgends runter. Mr. Starrick wird mit unserer Arbeit zufrieden sein. Jetzt kriege ich Ärger. Okay. Jetzt ein klein wenig überfragt. Wir können noch mal fix hochrennen. Macht ja nichts. Aber gab es da oben andere Abzweigungen? Nee. Wüsste ich jetzt nicht. Nee, nee, hier ist nichts mehr. Kommt man da drüben irgendwie anders rein? Weil hier noch so viele Leute sind. Ah, die sind draußen auf der Straße, oder? Bin gerade nicht sicher. So, wir machen folgendes. Wir gehen einfach nochmal raus, weil hier sieht uns jetzt keiner mehr. Zumindest nicht so leicht. Wir kennen unseren Weg ja mittlerweile. Hier in dem Hof stehen die, oder? Ja. Und hier ist so ein Eingang, oder? Ja, tatsächlich. Was ist das für eine blöde Perspektive? Lass mich in Ruhe. Ich will die Leute ganz normal killen.
Moment. Uah. Irgendwann sinkt man einfach in seinen Stuhl. Man merkt das gar nicht in der Aufnahme. Ja. Das hier ist der richtige Ort, glaube ich. Na? So. Schneller, ihr kriegt euren Anteil wie versprochen. Okay. Achso, der kommt und guckt sich dann sein Bild an und dann können wir ihn einfach da durch erstechen. Sie werden der Bevölkerung von London keinen Schilling mehr stehlen. Diese Tiere verprassen ihr Erspartes. Wir sind die Experten für Investitionen. Nichts würde erbaut oder verbessert werden, nichts sich aus dem Schlamm erheben, wenn wir nicht die Zukunft formen. Nein, sie erschaffen würden. Sie profitieren mehr, als sie verlieren. Es ist deren Stadt, nicht ihre. Ohne unsere Investitionen gäbe es gar keine Stadt. Hier, für den Fährmann. Lustig, den zu plündern? Er hat auch nichts Besonderes dabei, okay. Oh, der läuft weg. Alles klar. Ich hoffe, das war die geheime Passage. Also, wenn nicht, wenn es jetzt nicht zählt, dann haben wir Pech. Aber ich fand die schon sehr geheim, also. Ich weiß nicht, welche ich sonst hätte nehmen sollen. Mörder! Mörder! Die Polizei! Wir sind gerettet! Verhaftet sie alle! Wegen Diebstahls am Volk von England! Die Bank of England ist geschlossen. Und zwar bis auf Weiteres. Nee, hat nicht gezählt. Okay. Sorry, dann weiß ich es leider auch nicht. Unsere Währung ist eine Lachnummer. Die Inflation außer Kontrolle. Two Penny, brutal ermordet. Und das Parlament unternimmt nichts. Das Gesetz wird abgelehnt werden, Sir. Die Witzfigur Disraeli ist so gut wie erledigt. Es ist alles arrangiert. Bei meiner Ehre. Ihre Ehre hat wenig Gewicht. Was erlauben Sie sich? Die Armen in dieser Stadt litten lange genug. Ich bewilligte heute eine beträchtliche Lohnerhöhung, um der Inflation zu begegnen. Was? Ich würde ganz London versorgen, wenn ich könnte. Während Sie in Ihrem Club sitzen und Versprechen machen, die Ihre feine Ehre nicht bezahlen kann. Das Vermögen Ihrer Familie. Ich frage mich, was Sie bieten würden, um Ihren Namen aus der Zeitung zu halten. Etwa dasselbe, was Disraeli bieten würde? Für Ihren Kopf, schätze ich. Doch seien wir großzügig. Warum sollten wir uns auf eine Sache beschränken, wenn wir alles haben können?
Was sagen Sie, Sir? Soll ich kassieren kommen? Genug Zeit verschwendet! In den Hallen des Parlaments muss regiert werden können! Klar? Verstanden? Sie finden selbst hinaus. Hallo, Mr. Gatling. Während Sie die rivalisierende Gang ab, die Gatling wieder zurückholen will. Ja, nach dem Finale von Sequenz 6 spielen wir jetzt noch eine Zugmission. Du müsstest sehen, was an der Whitechapel Station auf dich wartet. Nigel will alles wieder gut machen. Er hat ein Geschenk für dich. Oi, Mr. Fry, sehen Sie sich das an. Ist sie nicht wunderschön? Gut gemacht, Nigel. Von der Gang auf der anderen Seite der Stadt. Hab alle abgefüllt und sie geklaut, als sie schliefen. hier, Sir, ich zeig's Ihnen. Sie klemmt. Oh, Scheiße. Weg! Hey.
Bitte halt! Das mit dem keinen Schaden nehmen hat leider nicht funktioniert, aber ansonsten war das eine spaßige Sache, finde ich. Ein Brief. Nein, nicht für dich. Immer die gleiche Frage. Was böte sich denn noch an jetzt? Gibt's noch Zugmissionen? Bestimmt, oder? Nee, gerade nicht, okay. Ja gut, dann würde ich, wisst ihr was, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge machen wir hier mit Eevee weiter und Sequenz 7. Das Intro seht ihr dann zu Beginn der Folge. Habe ich extra so geschnitten, dass es nicht stört. Wir haben ja heute auch relativ viel erlebt. Wir haben Jacobs komplette Bankgeschichte gemacht. Und haben meiner Meinung nach auch die geheime Passage gefunden. Das Spiel ist anderer Meinung. Kann man nichts dran machen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Ja, und ich würde sagen, oh, es regnet. Selten in London, habe ich gehört. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Danke und ciao.